Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen LP Assassin's Creed. Natürlich nicht. Also ich tue mir das Game jetzt ein zweites Mal an, aber einfach mit dem Hintergrund, dass ich einfach versehentlich meinen Spielstand gelöscht habe. Und ich aber beschlossen hatte, das hatte ich in meinem LP auch gesagt, dass ich alle Flaggen hole. So, naja, nun hatte ich dann überlegt, wie mache ich das Ganze, da ich das Game ja eh von vorne anfangen musste. Habe ich mir dann so gedacht, okay, dann drückst du doch immer den Aufnahmeknopf, wenn du eine Flagge findest, so sieht jeder, dass ich die jeweiligen Flaggen gefunden habe. Und das ist das, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet. Das heißt, ich habe jetzt einen Zusammenschnitt von, ich weiß gar nicht, was die erste Folge hat, knapp 8 Minuten roundabout, wo ich euch zeigen werde, wo ich in Masyaf die 20 Flaggen gefunden habe. Es ist ein unkommentiertes Gameplay. Ich weiß nicht, wer sich das Ganze angucken will. Der soll es machen. Vielleicht, weil jemand gerade selber das Game spielt oder vielleicht, weil irgendjemand auf YouTube diese 20 Flaggen gerade sucht und finden will. Wie dem auch sei, alles in allem ist der Hintergrund jener, dass ich das Game komplettieren will, bevor ich Teil 2 anfange. Und dass ich Hinweise hin einen, wie sagt man dazu, einen versteckten... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist schon wieder sehr, sehr professionell. Ein Easter Egg, so heißt das Wort. Jetzt musste ich gerade hart überlegen. Also ein Easter Egg am Ende irgendwo geben soll. Und das möchte ich natürlich finden. Aber alles in allem, wie gesagt, nehme ich hier gerade auf, sammle die Flaggen. Und ich kann euch sagen, das ist eine ganz schöne Sisyphusarbeit. Ich weiß, man kann die Flaggen via YouTube relativ schnell finden anhand von Karten. Aber das widerspricht dem, was ich spielen und selbst entdecken, finden, erleben nenne. Sagen wir es mal so. Also da ich das Game ja in vollen Zügen genießen wollte, habe ich mir gedacht, ich suche alle Flaggen selber. Und wenn ich jetzt bedenke, ich habe eine Aufnahmesession, also Aufnahmesession tatsächlich fast mehr oder weniger, weil ich nicht genau wusste, wie ich ansetzen sollte, von fast 4 Stunden hinter mir und habe 29 Flaggen in Damaskus aktuell gesammelt. Und dann bin ich nach Masyaf. Das heißt, ich habe allein 2 Stunden in Masyaf gebraucht, um die 20 Flaggen eigenhändig zu finden. Na, knapp anderthalb, eine Dreiviertel irgendwie. Also 1 Stunde 45 Minuten roundabout waren es in Masyaf fürs eigenständige Finden, weil die letzte, die 20. Flagge, die hat mir wahnsinnige Kopfschmerzen bereitet. Ich schwöre, also auf Biegen und Brechen, ich hätte schwören können, dass ich da schon ein paar Mal bei der Suche war. Aber letztendlich ist es die letzte Treppe, die mir das Genick gebrochen hat. Ihr werdet es näher sehen. Aber ich habe sie alle gefunden und letztendlich mache ich es auch, um zu sehen, ob da irgendwelche Zusatzinformationen am Ende kommt. Also dadurch A, dass ich es komplett habe und B, ob irgendwie Informationen, geschichtliche, historische Hintergründe, whatever über Masyaf rauskommen. Ob das Ganze passiert, wie das Ganze passiert, werdet ihr am Ende sehen. Das heißt, ich werde am Ende in den historischen Block, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt nachher in dem Spiel, wo man halt am Ende die Zusatzmission sehen kann, beziehungsweise Zusatzhintergrundwissen, whatever, werde ich immer reinschalten, ob Informationen dazugekommen sind und inwieweit die abrufbar sind. Das ist jetzt gerade eine Blindaufnahme, das kommentiere ich jetzt einfach mal so mit rein, also nicht wundern, dass ich jetzt hier doch relativ viel rede. Es ist eigentlich nur eine kleine Information über das, was ihr hier seht und dass ich halt die 20 Flaggen habe. Alles in allem werden die nächsten Flaggen, also es gibt ja die Sarazen-Flaggen, es gibt... oh Gott, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Deutsche Reich, nein. Also es gibt auf jeden Fall 8 oder 9 Sachen, die man finden kann. Unter anderem auch die Templer, die überall rumstehen. Das will ich alles einsammeln. Und diese 20 Flaggen, die ich jetzt hier in 8 Minuten zusammengetragen habe, ist eigentlich ein Witz gegen die 100 Flaggen der Sarazenen. Und von diesen 100 Flaggen habe ich jetzt aktuell 29 gesammelt, habe ein riesen Datenvolumen auf meiner Platte und bin jetzt eigentlich dran, dass ich alles so schnell wie möglich aufnehme und ja... zu Potte bringen, damit ich meine Platte wieder leer kriege. Ich habe viele, viele Aufnahmeprojekte noch vor mir und hoffe, dass der Platz reichen wird. Also drückt mir mal die Daumen. Also ich werde jetzt hier mehr oder weniger im Akkord versuchen, die Flaggen zu finden und alles dann für euch fertig zu machen. Alles im einen, wer jetzt bis hier mir zugehört hat oder auch nicht oder einfach nur gechillt irgendwo im Sessel sitzt, dem sei Dank, dass er bis hierhin geschaut hat. Ansonsten dürfte es relativ langweilig sein. Und dann wünsche ich aber trotzdem jeden Zuhörer, und ich betone Zuhörer, mal gucken, wer es bis hierhin geschafft hat. Eine schöne Woche. Macht mal Hashtag ich habe zugehört unten drunter. Und dann sehen wir uns einfach in anderen Projekten, wo dann wieder ein kommentiertes Gameplay stattfindet. Macht's gut, meine Süßen.
20 Flaggen habe ich im Sack. Was ein Glück. Informativ, jo, ich habe die 20 Flaggen in Masyaf. Wie man sieht, geschichtlich ist jetzt hier nicht zu sehen. Ich hoffe, das kommt noch. Dazu sei gesagt, die nächste Folge wird nicht irgendwie jetzt nächste Woche, morgen oder wann auch immer erscheinen. Einfach ein bisschen Geduld, weil wie gesagt, die Flaggen wollen noch gefunden werden und ich werde die Folgen erst veröffentlichen, wenn ich dann die Folgen auch oder die Flaggen auch komplett habe. Insofern etwas Geduld bis zum nächsten, wer sich das auch immer antut. Macht's gut, schöne Woche noch.